Hallihallo und willkommen zurück bei 7 Days to Die mit Anduin. Hallo, grüß euch. Und meiner Wenigkeit Tibra. So, ich hole mir schnell was zum Trinken. Und ja, Haus absichern, Ressourcen farmen, das ist momentan unser, ja, was wir am meisten machen. Jawohl, genau. So. 1, 2, wupp. Ja, wie verfahren wir innen? Wir haben gesagt, wir stellen als erstes innen. Ist bei mir. Okay. Innen die Waterbikes auf. Wupp. Da Wasser reingegeben. Ja. Sehr schön. Ja, ich war kurz ausladen. Wir haben eigentlich auch eine Aufnahmepause gehabt jetzt dazwischen, zwischen den beiden Folgen, trotz dass es eigentlich in der letzten Jahr mittags geendet hat. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es zeitlich zusammenpasst und ich stehe ja wahrscheinlich ein bisschen an einem anderen Punkt, weil wir ein bisschen früher eingestiegen sind. Der Server ist da flexibel mit den Zeiten. Ich habe mein Inventar geleert und bin jetzt wieder retour und versuche, wenn mir die Zombies da einmal lassen würden, dann unsere Yucca-Fruits zu farmen. Okay. So. Ich leere da auch mal aus. Das halt behalte ich noch. Na bitte, ein bisschen was haben wir ja schon. Wie schön, wie schön. So, gut. Die zwei sind erledigt. Bäume. Bäume sollte ich mal nachpflanzen. Das mache ich später. Nein. Wir haben schon 28 Eier. Cool. Ja. Fehlt uns noch das Fleisch. Ja, mir ist das gar nicht so aufgefallen. Ich musste bei der letzten Aufnahme am Vormittag, muss ich da relativ viele aus den Nester rausgekriegt haben. Weil jetzt, wie ich es retour gebracht habe, habe ich glaube die Hälfte davon gerade reingekriegt. Okay. Aber ja, wie es halt ist bei den Nestern. Ne? Ab und so, zu den Claim-Block lege ich auch raus. Das brauche ich auch nicht. Es sind Reserve. Ein paar Pfeile mehr. Ich verarbeite die alle auf Pfeile, gell? Was? Die Federn. Ja, die hätte ich schon als Reserve reingelegt. Na, meine. Ach so, deine, ja. Ich habe jetzt 130 Pfeile. Ich habe den 250er Stick da drinnen. Ist. Nein, ich habe 130 Pfeile. Ja, wir werden es brauchen. Wir werden es brauchen. So ist es. Gut, wie geht's mit dem Hunger? Oh, da drüben ist er, der Geier. Geier im Anmarsch. Okay, dann bewegen wir sich da ein Stück weg. Das war ja genau der Geier. Okay, aber das dürfte wirklich wieder komplett gleich erstellt werden. Okay. Der ist nahezu wieder an derselben Stelle. Er ist jetzt mehr bei diesem Zeltlager da drüben. Ja, passt. Muss der dieses Armeelager da abhauen. So, Steinaxt ist im Eimer. Ja, geskillt betreffend Werkzeug habe ich nun gar nichts, gell? Kein Problem. Ich glaube, es ist auch wichtiger, wir schauen einmal, dass wir das. Das hast du jetzt, glaube ich, eher geskillt, den Survival und das Camera. Nein, ich habe noch gar nichts. Ja. Ja. Weil dann verbrauchen wir einfach weniger Ressourcen. Jetzt. So, ich nehme den Boden raus, gell? Ja. Ob mein Eindruck früher oder später die nächste Stufe beim Werkzeug ist. Ist gleich. So wichtig. So. Ja, Leder, was ist das nächste, was wir sammeln? Wir wollen die Forge zusammenbekommen.
Das stimmt, ja. Ich würde sagen, am nächsten Tag gehen wir kurz mal jagen, ne? Ja. Dass wir einen Bellos kriegen und dass wir bald irgendwo festlegen, wo wir uns ansiedeln wollen. Weil dort kommt die Forge auch hin. Ja. Ja, ich weiß nicht. Entweder verwenden wir das Haus da wieder und bauen dann gleich. Wobei fürs Bauen brauchen wir halt idealerweise Beton, dass wir das schon können. Das wird nur ein bisschen dauern. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das skillen muss oder lernen. Das werden wir sehen. Okay, warum liegt da eine Leiche? Die wird nur vom Vormittag sein von mir. Ja, du hinterlässt einen Weg aus Leichen. Nee. Naja. So. So, dann nehmen wir da den Baum auch noch mit. Gut, kann ich denn schon was killen? Wo ist der Survivor? Athletics. Camel, Survivor. Ja. Ja, ich habe jetzt einmal Survivor und einmal Camel. Also super. Geskillt. Sehr gut. Die nächsten Punkte laufen dann in die. Genau. Ins Werkzeug. Ja. Man kann den sowieso nicht ständig skillen, weil man relativ bald ziemlich hohe Leveln benötigt. Also du kriegst genug Punkte dann dazwischen, um den Rest zu skillen. So, hast du schon einiges an Yucca Fruits oder gar nichts? 27 habe ich und ich glaube 13 oder so habe ich reingelegt vorhin. Ah, okay. Ja, zumindest kommen wir über die Nacht raus. Ich habe mir erlaubt, 2 Dosen zu futtern. Ich war ziemlich. Warum hast du nicht die Yucca Fruits? Jo. Wäre auch gegangen. So, wo sind die nächsten Dosen? Welche? So. Ja, momentan ist halt. Farmen. Das Wichtigste, Farmen. Essen, Trinken, das einmal in die Höhe zu bringen. Wir werden dazwischen immer wieder looten, aber jetzt muss einmal die Essensversorgung stehen für ein paar Tage. Jep. Gut, die Kohle lasse ich jetzt einmal unberührt, die da herumliegt. Da ist wirklich viel da. Wirklich? Ja. Ist jetzt als Brennmaterial und Schießpulver, gell? Brauche ich das? Ja, Schießpulver, wenn wir es vor allem brauchen. So, aha, super. Und keine Äxte nach gebaut. So. Spikes. Ah, da wäre ich noch eine gewesen. Im Hintergrund produzieren wollte drinnen die Spikes. Blind dieser. Spikes, da sind sie. Wow, 9 Spikes. Eigentlich von da schaut ja die Stadt gar nicht so schlecht. Das wäre ja cool. Aber sobald man reinläuft, ist es wahrscheinlich so wie beim letzten Mal. Dass man glaubt, man lebt im Smog. Mhm. Und da wir eher Landeier sind, bevorzugen wir die klare Luft. Nein. Du Landei. Ja, ich Landei. Aus der Provinz. Aus der Provence, ja, Provinz. Mhm. Ja. So, ist das Anduin das Häschen in Sicherheit? Weil du hast ja vorher, glaube ich, einen Geier entdeckt. Mal schauen, Luftangriffe? Nix. Keine Luftangriffe, nein. Okay. Keine Luftangriffe in Sicht. Gut, eine Range haben wir noch nicht, gell? Nein. Weil diese Ansprüche immer. Ja. Ich schau gerade, dass wir mit Essen übertrunken kommen und die Tiefer träumt von der Range. Dann zerlege ich den Kühlschrank. Aha. Ja, der ja steht den kannst du vorläufig noch stehen lassen. Ah! Was? Ah! Jusch, voraus. Ja, her damit! Ja.
Mal schauen, dass ich nicht selbst zur Beute wieder dazwischen. Ja, der Hirsch greift dich wenigstens dann nicht an. Oh, jetzt senkt dein Kopf. Oh! Platschus? Nein. Hm. Ja, bitte nicht zu den Zombies, du. Du Geier. Du uns was Gutes. Hm? Okay, na dann, das war das. Das verbraucht mir zu viel. Ja, das gibt's ja nicht. Dumm gelaufen? Hm? Ja, ich habe ihn schon getroffen beim ersten Mal, aber das Kill ist noch zu wenig. Und ich glaube, auf gewisse Entfernungen treffe ich einfach noch gar nichts. Jetzt habe ich ihn, oder? Oh, du Hirsch! Mhm. Das gibt's ja nicht. Doch, doch. Na, endlich. Ist ja unfassbar. So, das Blatt, das verstärken wir. Aber du siehst sogar auf eine gewisse Entfernung, dass dem eigentlich, also dass der Pfeil richtig wäre, aber es. Ja, ja. Du schießt halt durch ihn durch. Das ist einfach vom Skill her. So. Wo ist jetzt der Rest? Hat er sich aufgelöst oder ist von Zombies schon gefressen? Nein, ich habe ihn. Ich habe ihn, ich habe 4 Fleisch. Sehr gut. Aber normalerweise. Achso, den Kadaver gibt es ja nicht mehr, gell? Beim Paul, Wind, glaube ich. Gute Frage. Der ist ja, glaube ich, weg. Also zumindest habe ich ihn jetzt nicht gehabt. Da wo die Rippen und das herum. Gute Frage. Spannend, dass wir die nicht riechen. Ich glaube, riechen tun sie dich schon, aber ob es angezeigt wird, ist er keine Ahnung. Nein, sie reagieren ja auf mich nicht. Obwohl sie in unmittelbarer Umgebung sind, laufen sie überall hin, nur nicht zu mir. Mhm. Ja, ist eh okay. Muss eh nicht sein. Nein. Muss eh nicht sein, ja. Schauen wir mal, Geier. Weil so konzentriert auf der Hirschjagd. Und bin ja eigentlich, glaube ich, mittlerweile im Revier vom Geier. Ob das gesund ist? So. Naja, dann können wir schon die ersten Hemindex produzieren. Habe ich dir schon gesagt, ich habe heute noch nichts gegessen, ich habe Hunger. Ah, jetzt, wie ich gefragt habe, nehmen wir vorher auf oder gehen wir vorher essen? Nein, ich halte das aus. Und jetzt werden die virtuellen Speisen vernichtet. Die helfen aber nicht. Nein, leider. Die. 91 Grad wohl bekomm's. Okay. Bisschen Sauna, ein bisschen schwitzen, macht nichts. Ich spür schon den Sonnenbrand. Ja. Oh, was aufsetzen? Die Glatze schützen. Ja, stimmt. Ich habe eine Ingame-Glatze. Soll was ich jetzt was sagen? Ja, was denn? Nicht nur die Ingame-Glatze schützen. Ja, aber da kriege ich keinen Sonnenbrand oder scheint im Büro die Sonne. Nein. Bei dir? Na, bei mir spiegelt sich höchstens Licht auf der Glatze. Nein, ob bei dir das Zombie-Geräusch war. Das war sicher bei mir. Na, dann bin ich beruhigt. Ja. Was tut man nicht alles für sein Frauchen? Nehmen wir da noch einen Golden Rod mit. Mhm. Ich bin noch gar nicht in einen Kaktus reingelaufen, Zeit wird's. Wow. Oh, ich rede nur vom Ausgeher und bewege mich nur mehr in dessen Richtung. Tja. Hallo. Jemand zu Hause?
Leg's drauf an. So. Wow, da oben wäre noch ein Hirsch, ist eine klare Richtung ausgehört. Probieren wir's. Ich habe noch keine Antibiotika. Naja, das hätten wir ja schon in der 16.2 geschafft, dass wir aus der Apotheke Antibiotika holen. Stimmt. Aber der Hirsch wäre schon sehr verlockend, muss ich sagen. Nur die Frage, ob sich der Geier mit mir um den Hirsch streitet. Siehst du, ich habe immer nicht nachgeschaut, ob das jetzt ein normaler Geier ist oder ein Zombie-Geier. Also für mich schaut das aus wie ein Zombie-Geier. Schon, oder? Ja. Der schaut richtig zombie-mäßig aus. Oh, das ist wieder kaputt. Zerlegen. So. Na bitte, 50 und 14 Juckerfluts haben wir. Ich traue mich da nicht noch mehr ran. Na dann lass es, bitte. Sitze gleich auf dem Geier, denn der war immer da irgendwo in der Nähe. Okay, ich mache derzeit ganz was Uninteressantes. Ich räume den Boden im Haus weg. Oh, da ist er. Nein, er hat mich gesehen, ich bin's noch. Aber hat dich, der Geier hat dich gesehen, oder wie? Nein, der Hirsch. Bleib stehen. Oh. Ich weiß auch nicht mehr, ob ich mehr nach oben halten muss beim Bogen oder nicht, weil das ist ja auch abgehend, da drin, die Flugbahn ist überhaupt. Das Vorhalten meinst du? Oh, ich hab ihn das erste Mal. Nein, jetzt läuft er auf das Z-Lager darauf. Was tust du da oben? Und weg ist er. Ja. Oh. So. Warum bin ich so langsam? Was ist zu heiß? Hast du zu wenig getrunken? Wie schaut das? Schau nach. Oh, er liegt da. Ah, sterben die an der Verletzung auch, oder wie? Ja, das wäre ja cool. Oder schnattert an der anderen Seite ein Zombie. Ach, okay. Da ist schon ja wieder kein Gerippe. Das dürfte wirklich weg sein. Das hat mir aber anders besser gefallen, muss ich ehrlich zugeben. So. Ich spiele. Ja. Es ist 8. Ich sollte mal Retür. So, ein bisschen was vom Boden ist raus. Wenn du da bist, kannst du mir ja noch kurz helfen. Wir sollten uns auch überlegen, außen rauf zu gehen. Kein Geier in Sicht. Also zwei volle Stacks sind es nicht geworden, aber dafür haben wir Fleisch von zwei Hirschen auch noch. Super. Ein Festmahl. So. Noch weit weg? Warte, brauche ich nur. Nein. Komm gerade den Hang hinauf. Sehr fein. Ein Stückchen noch, dann sehe ich schon da. Mhm. Jetzt wird es wieder lahm. Oh, Kacke. Ausdauer verbraucht. Ja, das ist dumm.
Da ist es. Home sweet home. Home sweet home, ja. Ja, kannst du mir noch schnell helfen, ein bisschen was vom Boden rausnehmen. Ich habe mir gedacht, ich mach mal rundherum. Ja. So. Gut. So weit, so gut. Ich produziere mal noch schnell eine Axt. Dann habe ich wieder Ausdauer. Oh, hämmerst du den Tisch weg? Mhm. Ja, den haben wir da werden lassen. Aber stimmt eigentlich, weil da können sie raufsetzen und dagegen schlagen, ja. Ja. Das stimmt. Dann muss ich da den Ofen auch wegnehmen. Und das. So. Gut. Das Eck habe ich auch gleich in den Kühlschrank habe ich lang gelassen. Ja, ich glaube, der dauert noch länger wie so ein Tisch. Mhm. Aber essen haben wir ja genug. Wir könnten am nächsten Tag einmal Richtung Stadt. Okay. Schauen wir, was wir da bei finden, der Apotheke, ne? Ja, die könnten wir ausräumen und natürlich gleich schauen, ob es in der Nähe noch was anderes Interessantes gibt. Gut. Passt. Vielleicht kommt uns ja ein geeigneter Bauplatz unter, ne? Genau. So, ich habe da 46 Spikes. Ich werde da anfangen, im Eck noch ein paar zu setzen. Hoppala. Gut. So, Tische sind wir weg. Mhm. Aber es wird 22 Uhr. Okay. Wie komme ich darauf? Darüber? Ist der einbaut oder? So. Pause, ich hab. Hopp. Hopp. Uiuiui. Uiuiui. Ja, dann muss ich da wieder was rausnehmen, dass man rauf kann, gell? Stierend. Nein, lass das. Lass das. Okay, lass es. Wir bauen. Wir machen da. Da raus. Öffnen. Okay. Und bauen uns dann immer mit Woodframes vorläufig da einfach die Mauer entlang runter. Ah, alles klar. Oder eine Leiter. Oder eine Leiter, ja. Würde auch gehen. Stimmt. Gut. Wahrscheinlich gleich raus. Dann stell einen Woodframe rein. Ja, genau. Ich schaue da fasziniert zu. Das war jetzt nicht gut, ich hätte als erstes unterbei hinsetzen sollen.
Wow. Oh. Mann, oh Mann. Was wird das? Da wirst du jetzt schon. Da bin ich aber jetzt ganz fasziniert und sprachlos, was er sich da ausgedacht hat. Mhm. Was? Und? Ja, der ganz normale Kletterschutz, ne? So. Vorläufig einmal so. Da wird dann oben werden auch noch Blöcke anbracht. Ah, und okay. Und wenn du eine Leiter willst, dann nimmt man die einfach raus. Ja. Ne? Kenn mich aus. Na gut. So, die Folge ist schon wieder um. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, schaut's wieder rein, wenn Anduin und ich schauen, dass wir irgendwie durchkommen. Und schleichen. Bis dahin. Ciao. Tschüss.